Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einem süßen Update von Darth Homestar. Ich habe ihn gerade erwischt, wie er ein bisschen... da gerade stillgestanden hat. Und ich wollte ein kleines Update über meinen Zwerghamstermann geben. Wobei man sieht, er ist zwar aufgestanden und das alles, aber zu Fuß ist er nicht mehr so, wie er einmal war. Denn Darth erreicht bald die 2-Jahres-Marke, sprich seinen 2. Geburtstag. Und ich habe ja schon in vielen Videos angemerkt, dass er nicht mehr so hundertprozentig laufen kann wie vorher. Er ist zwar immer noch hyperaktiv. Ne? Hey, mein kleiner Mann, der kein Interesse an mir hat. Yay. Aber er macht sich für sein Alter noch gut. Wer sich gerade auch wundert, weshalb er so ein bisschen hinten nass wird oder so, er ist in den Wassertopf gefallen. Also das macht er momentan sehr oft, seitdem es so heiß war. Jetzt ist es zwar momentan nicht so warm, aber dennoch verliert er oft das Gleichgewicht, wenn er trinkt. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht hier eine etwas seichtere Schale hinzustellen. Die Trinkflasche bekommt er ja nicht mehr. Ich werde da versuchen, vielleicht so ein kleines Tonschälchen hier reinzustellen, ob das funktioniert. Und warum das Gehege gerade so aussieht, als wäre es verwüstet worden, das ist bei ihm ganz normal. Jetzt ist er auch wieder schnell wie sonst, denn das, meine lieben Zuschauer, ist einfach der alltägliche Wahnsinn, den ich hier mit diesem kleinen Pups erleben darf. Der kleine Mann radelt jetzt in einem neueren Laufrad. Das ist das 27er Wooden Trail, was ich hier habe, denn sein altes, naja, das hat ein bisschen den Geist aufgegeben. Es ist auch schließlich älter als Darth Homestar eigentlich und hat dann auch was gequietscht, obwohl ich es dann auch geölt habe. Und für ihn ist es dann halt auch mit den kleinen Rentnerbeinchen ein wenig, du bist einfach viel zu schnell, ein wenig zu anstrengend halt zu benutzen. Deswegen habe ich ihm jetzt das reingestellt. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht dann ein rotes Laufband kriege, dann damit für die Anpassung hier im Gehege alles gut ist. Aber ich überlege sowieso das Gehege gerecht jetzt für ihn umzubauen, weil der halt ein bisschen seichtere Eingänge, sprich also Leitern braucht und auch von den Ecktoilettchen, das muss ich ein bisschen berücksichtigen. Einen kleinen Schelm habe ich jetzt auch mal auf der Hand bekommen. Man sieht natürlich, dass er von der Farbe her sehr ergraut ist. Also er ist sehr blass hier geworden, sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Silberrücken. Und ganz so gut auf der Beine ist er natürlich auch nicht mehr. Aber noch fit, wie ein hyperaktiver Turnschuh. Und hier sieht man auch schon, dass das bronzemäßige Dunkelsilber hier auch durchkommt. Aber also der macht sich trotzdem für sein Alter noch sehr gut und ist aktiv. Aber dennoch, Zwerge sehen immer ein bisschen verstrubbelter aus, desto älter sie werden. Das muss man einfach sagen. Ich hatte jetzt vorher noch nie so einen schwarzen Zwerghamster, wo ich sagen kann, dass der so ergraut ist im Alter. Aber das ist bei ihm jetzt der Fall. Aber dennoch geht es ihm so ganz gut. Ich setze ihn jetzt wieder rein, mache das Gehege sauber. Die Säuberung davon könnt ihr dann auch hier bei mir im Vlog, den ich anschließend dann verlinke, ne, könnt ihr euch dann anschauen. Und ich kann den Kleinen hier immer noch streicheln. Oh, auch wenn da gar nicht so viel zu streicheln dran ist. Ne? Aber gut, ne, hier. Der kleine Imperator der Galaxie. Hm? Du süßer Fratzi, du bist gar nicht scharf. Da, schaut mal. Ist das nicht süß? Oh Gott, das ist einfach zu niedlich. Eine Tastatur. Piep, piep. Piep, piep, piep. Ich klicke nicht mal durch, ne? Ja. Hm. Du bist so ein süßer kleiner Fratz, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. So süß und winzig bist du, ne? Oh. Boah, du bist echt ein kleines, ekliges Ding. Weißt du das, Darth? Bah, der hat sich jetzt da einfach drin gewälzt und da war schon alles... Boah, du bist so ein ekliger, ne? Weißt du das? Du bist ein kleiner Drecksspatzel. Das ist nicht mehr frisch, das muss ich doch jetzt gleich sauber machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Opis, die wissen auch nicht, was sie immer machen manchmal, ne? Das macht das Alter. Apropos Alter und dem Fell, ne? Wenn du das jetzt da auch machst, bin ich ziemlich... Nein, wälze dich jetzt bitte nicht da dran. Gut. Ne, wegen dem Fell ist es auch so, nicht nur bei Zwerg, sondern auch bei Mittelhamstern, da sie sich nicht mehr so hundertprozentig bewegen können, ist es dann auch nicht mehr ihnen so möglich gegeben, sich zu putzen. Also das Fell wird matter, die Farbe lässt nach und sie wirken auch ein bisschen strubbeliger. Am extremsten finde ich, habe ich das damals bei meiner Zelda gesehen, so in den letzten Wochen mal ihr, da habe ich schon gemerkt, als ich mir so vorherige Bilder angeguckt habe, als ich noch klein war, ach du Heiliger, wie sah sie denn da aus? Ne, beim Pedro ist das auch zum Beispiel, bei meinem Kater, der kann sich auch nicht mehr in der hinteren Region putzen und verfilzt da ein bisschen leicht. Da muss man ihm auch was helfen, nachkämmen,
Hier kann man das machen, zum Beispiel mit einer Zahnbürste, mit einer ganz weichen bei Hamstern, wenn sie sich das gefallen lassen. Bei Darf kann ich sagen, dem lässt es überhaupt nicht gefallen, der hasst das. Bei Trico habe ich es noch nicht ausprobiert, aber bei Twinky konnte ich das immer machen, das war gar kein Problem. Die hat das auch genossen und fand das schön und bei Zelda auch. Ich glaube, bei Ciri habe ich das auch mal versucht. Falls ihr mal durcheinander kommen solltet, sagen alle Hamster, die ich mal hier gehabt habe, sind einige schon. Und ja, aber Darf ist ein absolutes No-Go und dem ist das alles egal. Hauptsache, der hat sein Laufrad und dann ist er glücklich. Das war dann mein kleines Update von Darf Hamster. Es tut mir wirklich leid, dass nicht so viele Videos von ihm kommen, aber das Alter sieht man ihn halt an. Er ist nicht mehr so hundertprozentig zu Fuß und das Einzige, was er macht, ist im Laufrad laufen. Ein bisschen wie eh und je bekloppt sein. Und das war's. Und ich bin echt froh, dass ich ihn mal so vor der Kamera kriege, weil sonst auch Fotos in Instagram oder Facebook, das ist echt ein Wahnsinnskampf bei diesem hyperaktiven Fellpopo. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ein Like da lassen. Und wie gesagt, Facebook, Instagram, schaut mal vorbei. Da poste ich immer regelmäßig kleine Bildchen, wenn auch unscharf, aber auch von Darf Hamster zum Beispiel. Und ich hoffe noch, dass dieser Fellpopo lange unter uns weilt. Für die kleine Reinigung hier im Gehege könnt ihr am neuesten Vlog vorbeischauen. Würde mich freuen. Like da lassen und kommentieren. Und oh Gott, Darf, du bist so süß. Und Leute, habt euren Hamster trotzdem lieb, auch wenn er halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also das war's jetzt von mir. Der Darf, seht ihr, wie er trinkt? Der trinkt immer mit einer Pfote und dann springt er so halb rein. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich für diesen Mini-Zwerg irgendwie wirklich dann ein kleineres Schälchen kriege. Also dann, wir genießen noch den kurzen Augenblick, wo er so still ist. Like da lassen und auf weitere Videos freuen. Ich grüße alle Fellnasen da draußen und Hamsterpupüchen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Tschüss!